herzliches Willkommen zu Wiesbaden Sport. Sie sehen's, wir sind auf dem Dückerhoff Sportfeld in Biebrich. Volkan Zerr gilt es heute zu ehren, den Top-Torjäger der heimischen Amateurligen. Er hat den goldenen Schuh gewonnen und mit ihm wollen wir uns jetzt unterhalten. Volkan Zerr ist bei uns, der Gewinner der Kurier-Torschützenkanone. Volkan, das ist das erste Mal, dass Sie den Preis gewonnen haben. Wie fühlt man sich denn als der beste Torschütze der Wiesbadener Amateurklassen? Ja, danke mal erstmal. Auch danke an mein Team, weil ohne mein Team wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Wie fühlt man sich? Eigentlich ein sehr schönes Gefühl, aber ist nicht das allerwichtigste Tore schießen. Wichtig ist, wenn die Mannschaft gewinnt und das haben wir letztes Jahr gut gemacht. Dies Jahr vielleicht noch ein bisschen besser und dann mal gucken, was nach oben geht. Das stimmt. Jetzt kommt ja das Gen, Tore zu schießen, vom Vater. Halli Zerr ist ja ein berühmter Spieler hier in Wiesbaden. Haben Sie Ihr Talent vom Vater geerbt? Ja, ich denke mal schon, also als ich klein war, das erste Geschenk war ein Galatasaray-Trikot und ein Ball und seitdem bin ich auf dem Platz aufgewachsen. In der letzten Saison haben Sie 30 Tore geschossen, waren damit der treffsicherste Schütze aus der heimischen Gilde der Torjäger. Die Verbandsliga startet am Wochenende. Wollen Sie denn wieder 30 Tore schießen oder überlassen Sie jetzt mal Ihrem Bruder die Rolle des Torjägers? Ich würde es gerne überlassen, auch gerne jedem anderen von unserer Mannschaft, aber ich muss leider noch 33 schießen, weil es gibt so eine interne Regelung in Biebrich. Auf der Homepage, wer die meisten Tore aller Zeiten geschossen hat, da bin ich mein Zweiter. Und da fehlen mir noch 33 Tore. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich auch mal jemand anderen im Vorlauf lassen. Also, Sie haben viel vor in der neuen Saison. Das ist ja toll für die Anhänger der Blauen. Was erreicht denn Ihr Verein in der neuen Verbandsliga-Saison? Also erstmal, unabhängig, was wir erreichen, wir wollen schön Fußball spielen, dass auch immer mehr Zuschauer herkommen. Weil wir haben letztes Jahr eine sehr junge Mannschaft gehabt, haben sehr schön Fußball gespielt, hatten 13 Siege gehabt. Leider am Ende noch ein bisschen zu blauäugig gewesen. Diesmal nicht. Mal gucken, was dieses Jahr geht. Ich hoffe, dass wir unter die ersten drei kommen. Jetzt noch die Prognose zum Schluss. Wie viele Tore schießen Sie und wie viele Tore schießt Ihr Bruder in der neuen Saison? Okay, also mein Bruder macht 25 und ich mache 20. Volkan Zerr war das, der Gewinner der Kurier-Torjäger-Kanone. 25 plus 20 macht 45 Zerr-Tore in der neuen Saison. Darauf dürfen sich die Anhänger der Blauen freuen.